Hey Leute, willkommen zurück zum Dragon's Crown Let's Play mit Maddie. Ja, bist schon heiß, ne? Ich bin der Dragon. Rate mal, wo ich gerade wieder bin. Du bist schon wieder im Knast, ja? Ich weiß nicht, die kennen mich da schon. Ich frage mich, warum die mich da überhaupt noch reinschmeißen. Die sagen, na, Maddie, du bist wieder gekommen. Amon, Maddie, ich hab ein Achievement Frage dafür gekriegt. Crime and Punishment habe ich gekriegt. Ernsthaft? Wie ja. Oft warst du im Knast? Ja, so an die 20 Mal. Einfach mal hin und die Leute immer hauen da, den Typ mit ja, den nur Äpfeln, die, mit den, die anderen sind in Ordnung. Wenn ich ein Kind verhaue, das macht überhaupt nichts. Wenn ich eine Frau verhaue, ist auch kein Problem. Aber wenn du jemanden mit Äpfeln... Es geht nicht um die Typen, es geht um die Äpfel. Äpfel verhauen ist hier in dieser Welt auf... Höchste wird das bestraft. Aufs Allerhöchste. Ja, ich glaube auch. Das, da sind die nicht so erfreut. Nee, liberal sind die da absolut nicht. Da geht's gleich aufs Maul. So, sollen wir los? Ja, warte ganz kurz. Ich wollte mal die Skills durchgucken. Aber da gibt's, glaube ich, nichts Gescheites. Go online, yes. Yes, I please. Ohne Online. So. Skills gucken, da sagst du was. Das würde ich auch nochmal gerne machen. Nein, jetzt nicht mehr. Jetzt komme ich. Boah, Mann, stell dich halt an. Ja, ich stable mich an den Stables. Go online. Moin. Online Connection war successful. Geil. Ach, ich hab gar keine Skillpoints mehr. Ja, dann erübrigt sich das. Ich wollte jetzt aber nochmal gucken, ob ich reparieren muss. Ja, ich glaube, das habe ich noch nicht gemacht. Wie vorbereitet ist der Mary eigentlich? Ich hab gar nichts gemacht hier. Mary ist gar nicht vorbereitet. Kleiner Depot. Muss wieder Leute verhauen und im Knast abhängen. Ich hab das auch nochmal in der Hauptstory gemerkt, ne? Da kannst du auch, in der Story kommst du auch einfach mal in den Knast, wenn du dich falsch entscheidest. Ja, ist so. Ja, also Story, ne? Ich mein, in Anführungszeichen. In Anführungszeichen. Ich hab's ja nicht gespoilert im Tutorial, als ich das gespielt habe, weil Story ist einfach nur König tot, König wiederbeleben. Moin. Das ist Story. Um mehr geht's hier nicht. Irgendwelche Artefakte finden, Drachen schlagen, fertig aus. Moin. Ja, es geht ja darum. Wir brauchen diese Amulette, um den König wieder zu beleben. Mehr ist das nicht. Ich habe aber bisher noch nicht rausgefunden, wie man das macht, wie man die kriegt. Ja, wenn wir diese harten Bosse machen. Aber das haben wir doch schon mal gemacht. Nö. Doch, wir beide haben das schon mal gemacht, bei einem. Ja, gut, aber das war online. Mit anderen random, glaube ich. Bei Iswas Dog. Moin. Moin. So, würde sagen, gehen wir gleich. I can prove useful. Ja, Brugger, mach doch mal eine andere Nachricht. Das ist viel cooler. Sieht ja keiner außer dir, ist doch egal. Na und? Moin. So, da waren wir. Da so, wir waren. Das, den haben wir noch nicht, ne? Ich glaube nicht. Gazer. Doch, Gazer haben wir gemacht. Gazer war der letzte. Ernsthaft? Dann haben wir es ja schon. Ja. Haben wir schon alle durch. Da siehst du bei diesen Medaillen, die da blinken. Das ja. Sind die, glaube ich, die wir noch machen müssen. Warte mal. Das war jetzt der niedrigste. Ich glaube, 37 ist der höchste. Den schaffen wir sowieso noch nicht, würde ich behaupten. Ja gut, man schafft ihn, aber dann verlieren wir so viel. Das ist ja doof. 18? 18, warte mal. 25? Ich glaube, 17 war der niedrigste. 22? 26. Ich glaube, das Killer-Karnickel war der niedrigste. Nee, das war 23. Das war 18, okay. Oh Gott. Der Soundtrack ist so schön. Schön. Ich wäre dafür, dass wir eine ganze Folge nur hier im Bildschirm verbringen und nichts sagen. Nee. Nee. Nope. Aber geht ja nicht, die Zeit läuft. So much nope. Das machen wir nicht. Ach, das ist doch schön. Einfach nur. Schön. Einfach nur. Also das sind solche Talismane, die man da kriegen muss. Wie kriegt man die denn? Ja, sehen wir jetzt. Vielleicht kriegen wir ja einen. Stimmt nicht. Da muss man sicher irgendwas machen. Und ihr schlagt alle wieder die Hände über den Kopf zusammen und sagt, Mann, seid ihr doof. Wir können ja mal einfach mal gucken. Heutzutage macht das ja keiner mehr. Nee, ich glaube, so viel spielen das gar nicht. Warte mal, bleib mal stehen. Nicht bewegen, weil dann rutscht mein Bildschirm die ganze Zeit. VW? Nee. CWA. Nein. Nein, du Arsch. Ich will diese Seite nicht übersetzt. Ich will mir die... Ich kann Englisch. Glaubt's nicht. Was? Was willst du übersetzen? Nee. Oh. Spirit Wind Protection. Ah! So, jetzt hab ich's raus. Hä? Wir müssen die zweite Route machen, ja. Ja. Aber in den Bosskämpfen gibt's ein Zeitlimit. Okay, ja, das sollte man doch schaffen, oder? Dann müssen wir so schnell wie möglich wegdrücken. Ja, du schaffst das sowieso. Also, dass du das hinkriegst, da habe ich überhaupt keine Zweifel. Hast du mit der Elfe? Ich habe die ja mal ein bisschen gespielt, deswegen habe ich jetzt auch so viel Kohle auf meinem zweiten Charakter. Mhm. Hast du da auch geskillt, dass du... überspringen wir gerade mal. Warte. Dass du da... Oh. Ernie! Ernie machen. Die Gürtelschnalle, kann man da auch was... Die Gürtelschnalle ist übrigens richtig cool.
Nee. Deswegen guckt er auch so komisch. Die beißt bestimmt. Nee, was wollte ich... Hast du auch geskillt, dass deine Stiefel mehr Schaden machen durch mehr Verteidigung? Natürlich! Natürlich, Junge. Ja gut, wollte ich noch wissen, weil das hat ganz schön was ausgemacht bei mir. Das macht richtig was aus. Da habe ich direkt mal dreifachen Schaden gemacht dadurch. So, jetzt haben wir den zweiten, ne? Ich hoffe es doch. Ja moin, gerade wenn ich nicht nach oben ballern kann, da kommen solche Wespen oder was? Wollen mich hier rollen? Da, guck mal, da ist er. So. Ey! Den Dolch hast du aber auch geskillt, oder? Ja, natürlich. Natürlich. Ja, ich frage nur, weil das waren halt so Sachen, die waren super. Also jetzt, ich finde es ein bisschen doof, dass ein Dolch nach 10-mal Schlagen kaputt geht. Ja, also das ist... Da müssen wir mal überlegen, ob das wirklich so halt ist. Also das fand ich auch kacke. Das kannst du so nicht machen. Das kannst du nicht machen, Junge. Oh, ich hab ja jetzt... Das muss ich dir erzählen, was ne? Was denn? Buga, das muss ich dir erzählen. Ich habe ja jetzt diesen Minecraft-Server aufgemacht, der ist schön. Und dann habe ich mit Arne neulich schön mitten in der Nacht gespielt. Ich hatte keine Musik hinten dran, sondern wir haben einfach nur miteinander geredet. So um 2 Uhr morgens war das dann noch, ne? Und ich habe ja jetzt das Zeug von Freaky, dieses Rocket Gaming-Zeugs, ne? Ja. Und mitten in der Nacht kommt auf einmal eine Stimme aus meinem, hier, aus meinem Kopfhörer, die sagt so... Was? Ja, you have just... Earned a trophy. Ach so. Da hab ich gedacht, Alter! So mitten in der Nacht, du ernst, du hast nur Minecraft auf und auf einer Brücke da so ein so cool ins Wort. Was ist jetzt denn nicht richtig? Du bist gerade ein bisschen leise. Ich glaube, ich muss den Spielsort mal runterregeln. Geht nicht. Warum kann man den nicht leiser machen im Spiel, bitte? Du kannst das doch aber Media leiser machen. Moin. Ja, aber es bringt ja nichts in der Abmischung am Ende. Dann bist du viel zu leise, weißt du? Das stimmt. Warte mal, ich mach's mal leiser, aber das hat keinen großen Effekt im Endeffekt dann. Cheat! Naja, gerade wenn wir uns so unterhalten, das ist doof. War ganz kurz. Ja, das hat man nur mitgekriegt, was ich erzählt habe. Ja, also, mit dem Uranium Achievement. Oh yeah. Alter, du weißt doch nicht, wo das herkommt, ne? Ich hab sofort mein Headset von meinem Kopf gerissen, auf den Boden geschmissen, selbst Arne hat sich erschrocken. Warum macht man sowas? Ist jetzt so die Frage, die ich dabei habe. Warum? Ja, wahrscheinlich genau aus dem Grund, Maddie. Genau aus dem Grund. Die wollen mich verarschen, genau, das sind perfide Drecksäcke. So ist es, als Drecksäcke. Das sieht hier genauso aus wie vorher, oder? Der Abschnitt. Ja, guck mal, hier, teilweise. Das auch schon mal. Das auch ich meine eben, das war nur die Tür im alten Abschnitt in den Ancient Ruins. Ja. Die haben sich ja richtig Mühe gegeben. Oh! Ja, moin! Guck mal, das ist Madonna, guck mal, was die auf dem Brust. Nein! Lass mich los, du Kuh! Lass mich doch los! So, das ist klein und das ist ein oh, Alter. Okay, ich kann den nicht immer erwischen. Ich bin versteinert, Maddie. Ja, das ist normal, weil... Okay. Ich hole dir den Kopf und dann release ich den Kopf. Das ist normal. Oh. Das ist auch eine blöde Frau hier. Yeah. Oh, Sag mal. Dreh. Damit ich diesen Leben. Blöd. Weil ich höre dich fast gar nicht mehr. Du bist irgendwie leise. Ich weiß nicht warum. Ich habe nichts geändert. Alles anders. Ja, wer sonst? So, schauen wir mal hier. Ah. Gib mir eine Kuh, Manny. Die haut mich. Ich bin tot. Was ist der Scheiß denn? Holla da. Ich bin nicht. Ziel. Du bist auch ganz abgehackt, so robotermäßig Skype, weißt du? Ich kann die Aufnahme mal ändern. Die blöde Kuh. Was macht die denn da? Oh, komm schon. Leroy. Steine mich nicht an der Ziege. Du blöde Ziege, wo ist die Ziege? Ist der Elfen? Oh, ich auch. Meine Fresse! Oh, es hat eine blöde Frau. Maddie, die ist Level 17. Die dürfte eigentlich gar nicht. Die dürfte uns gar nicht groß was können, du. Das ist einfach das zu fett die ganze Zeit. Ich habe ja kein Problem damit, sie zu verhauen, aber dafür muss ich erstmal zu gehen. Da nichts. Nirgendwo was. Oh, ich glaube, Feuer bringt mehr als Blitz. Ja, moin. Du bist tot, du Kuh. Stirb jetzt. Moin. Wieder da. Also, okay.
Alles klar. Medusa turns to stone. Medusa. Crumbles into dust. Wisst ihr, wir haben den Green Talisman. Ach, das ist ja schön. Aber. Ja. So. Wollen wir nochmal continue? Ich weiß nicht. Wie viel haben wir denn jetzt? Wir haben jetzt 10 Minuten, das war ja, ziemlich gut. Ja, kommt dann gut. Continue, neue Runde. Neue Runde. Wir können ja auch was machen, was wir schon mal gemacht haben, was schnell geht. So als... Nee, weil wir wollten ja eigentlich nur jedes Video... Oh, ja, doch, Würste machen hier. Nee, heute ist Gemüseeintopf angesagt. Nix da, ich warte die Fledermäuse. Oh, guck mal, wollt ihr das Zeug aber auch herhaben, du? Hm, lecker. Möhrchen. So, jetzt machen wir mal schön eine Fledermaussuppe. Dazu ein wenig Chili. Mit Bohnen und so im Grün. Kann man das nicht unten reinschmeißen in den Topf? Oh, guck mal, Schnecken. Warum geht das nicht? So, so flippen. Rühren. Ich will noch Schnecken. Escargot. Gib mir Escargot. Limetti. Oh, da gibt's wieder Schweine. Ne, das sind Fledermäuse. Ich hab da Fledermausgulasch gemacht. Oh, lecker. Will ich gar nicht. So cheat. Wie geht denn das jetzt hier? Ich verstehe das nicht. Ach so, du musst da unten auf das... Ah! So. Ach so. Ja, kann jetzt man das essen jetzt? Ach, guck mal, kann man essen. Nom, nom, nom. Gibt's Attack und... Oh, ist ja cool. Hätte ich das eher gewusst. Guck mal hier, oh lecker, Maddy, Suppe. Onion Soup. Ja, lecker. Oh, ich mach nochmal schön hier Schnecken. Ab. Oh, lecker. Jetzt gibt's nochmal Möhren mit Fledermaus. Das ist lecker, das macht Spaß. Haben wir gar nicht geschnallt letztes Mal. Voll doof. Und das auch noch. Kommt hier noch schöne Gemüsesuppe. Oh, Schneckchen. Erbsenkroketten, lecker. Escargot, guck mal, die heißen sogar wirklich hier. Escargot. Moin. So. Hier ist meine Suppe. Karottensuppe. Ja. Mm. Peapotage. Nom, nom, nom. After your meal, das ist voll cool eigentlich. Ja. Another dangerous mission. Ja, komm, jetzt jeder mal so 5 Kilo Zeug gemampft und dann ist ja, gut. Wenn man mal so drüber nachdenkt, wie groß dieser Buff jetzt ist, den wir gekriegt haben, das ist ja fast schon besser als ein Segen in der Kirche. Krass, ne? Ja. Hab ich mein, ich hab mir gar keinen Segen gekauft. Ich weiß gar nicht, ob das Safe Game übersteht, wenn du dir einen Segen holst. This underground labyrinth was ja. Extended! Oh, hier kommt Minotaurus, ne? It is said that fearsome monsters are held captive. Ja, das ist aber jetzt. Oh, lauf fort, Eten! So, sterben, ihr Schweine! Für das Endsaatverdichter, jawohl! Das sind Übwurstzüchter, du! Ja, das sind. Das ist ja grau wie jedes Menschen der Untergang. Achso, ich wollte jetzt wieder Randy angreifen. Randy, der hat ja auch in meinem Anführungsvideo, hat der auch. Ich bin nur geleitet und gesagt, dass es kein Drecksack ist. Ja. Melly, ich glaube, wir rufen gleich nochmal neu an, weil ich höre dich gar nicht mehr gerade. Du bist wirklich noch. Abgehackt. Ja, das ist schade. Lass mal ganz kurz hier stehen bleiben. Ja. Das machen wir jetzt in der Aufnahme. Moin, ich rufe Melly nochmal an. Ja, ruf an. So, versuchen wir es mal. Moin, Maddy, moin, geh ran. So. Maddy, moin, moin, geht's? Ich hoffe es. Ja, jetzt hörst du dich wieder besser an. Du warst eben ganz leise, also so ganz, ganz komisch, soll man sagen. Aber die Geschichte mit dem Headset und so weiter, das kam noch, ne? Ich glaube, ja. Aber ich muss sagen, dieses Rocket-Zeug, zumindest die Tastatur und die Maus, sind arschgeil. Guck mal, Randy, was ist los mit dir? Kann das nicht, der ist zu doof. Jetzt sind wir auch noch in der Falle hier. Moin, Randy, hast gut gemacht. Du bist beste Kerle. Slime Creatures are weak against fire. Jetzt reißt er uns da die Zukunft am Arsch weg und jetzt kommt er mit sowas. Yes, ich hab was. Pax. Oder Pack. Potency and Durability. Das ist super geil, wenn wir jetzt hier gegen Steinmonster kämpfen müssen. The clink of metal hitting the ground can be heard. Irgendwo ist ein Schlüssel, Maddy. Da ist ein Schlüssel hier. Was für ein Schlüssel? Hab ihn. Die Heizungskeller oder was? Ja. Die Heizung laggt. Gehen Sie mal zur Heizung rum. Rufen Sie mal bei Biernot an. Oh, laggt. Tu sie auch noch. Vor allem Biernot ist so genial. Ah, das ist ein super Name. Rufen Sie mal bei Herrn Biernot an.
Sido. Wo bin ich eigentlich gerade? Ich glaube, du bist tot. Gefallen. Ich bin tot gewesen. Ich bin tot gewesen. Ich höre dich leider schon wieder ganz. Also, du bist einfach nur leise, glaube ich. Dann ist es falsch sein. Irgendwas. Irgendwas ist falsch. Technical difficulties. Suddenly, a rodent. Ja, die kleine Ratte. Die Ratte zu ärgern. Nee, lass mal das A machen. Das machen wir später. Du warst gerade auf B. Was? Kann ich nichts für. Ich habe nur die Ratte angeklickt, weil die so süß ist. Ach, ich sehe gerade mal, meine Toxic Extracts, die werden auch nicht zurückgesetzt. Nee, das bleibt. Das ist ja das. Du kannst ja später noch verschiedene Bags auswählen. So. Die, ja, wer will denn die, bitte? Wer will denn Thrasher Rank D? Aber du hast schon recht, diese komischen Stiefeln, ich glaube, das muss ich weiter hochskillen. Das habe ich erst noch auf 2 oder so. Ja gut, wenn es geht überhaupt, weil viele brauchen ja dann Level 1000 oder sowas. Ja, und 3 Skillpunkte, die man ja auch nicht so unbedingt immer hat. Ja. Ich bin ein kleiner Magier und keine Magier. So, wie deswegen, wirft man eigentlich? Wie man wirft? Ich weiß es nicht. Bombe. So? Ja, das ist nicht werfen. Au! Das ist Schubsen. So, Alter, ich nehm das mal mit. So, was haben wir? JWS. Generate Weapon Stash. Yay! Ist was für dich drin, glaube ich. Ja, das ist alles Dreck. Ja, ich immer Flammenwerfer. Ja, komm, da ist er. Moin. Wer ist der Beste? Ich habe jetzt eine Flammenwerfer. Escargot, Baguette. Escargot, Flammenwerfer. Moin. Heute gibt's Knoblauchschnick. So. Junge Frau. So. Mal hier. Stirb, du Hunde. Nein, du kleiner Drecksack. Ja, schon wieder kommt der blöde Renny, ne? Renny räumt den Dungeon auf, so sieht's aus. Da ist noch was. Den Zündian! Dämlichen kleiner Renny. Das Schweinebacke. Mit Calcium. So. They're coming. Ah. Nein. Renny, mach es! Mach es, Renny! So, jetzt soll ich endlich. Ich glaube, der ist lustig, aber. Oh nein! Zombies! Du bist welcher Rank? Ja, komm mal, Rank! Nein! Aber auch hier. Richtig, ne? Nee, gibt's nicht. Was hat denn mit der Nähe für den Zombie? Kriegst du das Packet? Ja. Das ist ganz egal, ob du deine Topf schützt. Oh, meine Phrasen, lass mich mal. Junge Frau. Alter Schwede, die können mich aber nicht in Ruhe lassen, ne? Ich hab keinen Mana. Lass mich doch mal. Die Viecher hier. Guck mal, die wollen mich nur mampfen. Die stehen die ganze Zeit bei mir in der Nähe. Alter, fress da. Und wenn du in der Nähe von den Viechern bist, dann hast du ja sowieso verloren. Ja. Dann ist vorbei. So. Der lebt ja immer noch. Feig. Das ist feige. Erstmal was hier. Nom nom nom. Wolltest du noch hier die Wandzeichen da machen oder was? Nee, komm, das. Oh my. Ich hab gerade mal noch so einen Ring Fleischwurst gemampft mit 2 Bissen. So rom, rom, zwing. Lecker Fleischwurst. Ja. Ah, guck mal hier, Geld. Weißt du, zweimal rein. Gib mir Geld. Dann. Done. So. Ah, jetzt kommen die Pilze. So. Was ist denn da? Was kann man da aufheben? Ich glaube wahrscheinlich eine Fackel. Fungi. So, ich spiele jetzt auch wieder mit. Machst du? Gut. Ja. Wollen wir da reingehen? Da gibt's eh nur Pilze. Lass mal lieber weiter, oder? Ja, dann. Brandy, mach auf. Was ist ja wirklich? Blöd, Mann. Idiot. Oh, er hat schon wieder Level Up bei mir. Mhm. Was bringt das? Der löst sowieso die Fallen wieder aus, das Schwein. Wahrscheinlich löst er mehr Fallen auf, aus, wie mehr Level er hat. Das ist halt noch ein Trick machen hier.
Aber ich habe auch das Gefühl, dass wir weniger Schaden machen, weil zweiten Durchlauf sind. Das kann sein, ja. Die sind halt stärker. Ja, genau, Zombies. Greif doch einfach mal. Hier. Greif zu, gib Frischlein. Lecker, lecker. Einfach mal. So. Nehmen wir mal die Feder raus. Warum gibt die uns nicht mal einen Schatz oder so? Das ist ja cool. Ja, ne? Ich freue mich echt für was das Gute. Renny. Wenn ich so Gier, halt. Hier ist ein richtiger Gierschlund, ne? Der ja. Merkt das dran. Aber gut, willst du auch so machen, oder? Die Idioten kämpfen und du greifst ab. Nee. Ich wäre fair. Ja, ja. Ich auch. Ich auch. Stopp, jetzt rennen. Oh, Dieb. Brecher Dieb. Oh, Rank B, sehr gut. So, der kriegt. Der kriegt. Alter, was steht, du Mistvieh? Oh, der Kleine, wie er wegrennt. Jawohl. Weißt du, wie man schmeißt, oder? Ja. Irgendwie habe ich es jetzt geschafft, aber das Brötzel, Brot und noch Apfel. Lecker. Wie die das aber auch wegschmatzen, das ist einfach nur herrlich. Weißt du, was mit mir passiert, wenn ich drei Hähnchen hintereinander esse? Was? Ich glaube, dann kaputt. Dann noch ein Pretzel und dann noch ein Brot. Und noch ein Apfel. Moin. Da muss ich doch zwei Patty daneben anbauen, damit ich das alles verdauen kann. Wie so eine Anaconda. Die. Da gibt's doch auch diesen komischen Furious Pete, kennst du den? Nee. Der ist richtig krank. Der ist ja auch so ein 10-Kilo-Burger, keine Ahnung. Scheiße. Der hat gesagt, der stopft so viel in sich rein. Aber der sieht halt voll durchtrainiert aus, das ist ja das Kranke. Das ist so ein Sportesser. Aber sag ich, willkommen hier. Und der sagt, teilweise scheidet der die Nahrung unverdaut wieder aus, weil sein Körper packt es gar nicht, das alles zu verdauen. Der rutscht halt einfach durch. Aber das finde ich auch komisch. Das möchte ich gar nicht. Stell mal vor, du guckst dann in deine Schüssel und dann liegt da noch, weiß ich, ein halbes Steak oder so. Ja, vor allem esse ich, weil es mir schmeckt und nicht, weil es. Ja, weiß nicht. Ja, und wenn man einmal richtig satt ist, dann schmeckt es auch nicht mehr, finde ich. Ne. Was ist das eigentlich, was du da machst, dass alle Gegner Schaden bekommen? Weiß ich selber nicht. Du warst eben bei mir gar nicht mal in der Nähe und die kriegen hier trotzdem richtig viel Schaden, du. Dann muss das Lag sein, keine Ahnung. Ich war das nicht! Ich war das nicht. Das ist das Lag. So, jetzt sind wir beim Käfer. Lag-Attacke. Jetzt kommt das Käfer schon. Moin! Stimmt, war doch nicht der Minotaur, so vergessen. Ne, ne. Ach, komm doch! You must destroy the cocoons. Du musst grad, stell dich selber an. So, wo ist denn jetzt mal mein Dolch? Guck mal, die gehen gar nicht kaputt. Geh doch mal kaputt. Was? Wieso ist mein Dolch jetzt runtergefallen? Gib mir meine Pfeile wieder. Ja, das ist echt doof mit dem Dolch, dass der da. Ja, vor allem, wenn ich den selber mache, dann will ich den auch behalten. Ja, eben. Ich sag ja, dass der nur 10 Schläge aushält, finde ich ein bisschen schäbig. Ja, kannst du ja auch eigentlich hochskillen, aber wer macht das denn? Ja. So, der ist auch noch weg. Ich geh mal an den Ernie, ich mach schon hier. Ich mach schon. Ja, hab. So. Hätte er nicht gedacht, dass ich so weit ballern kann, ne? Hätte er nicht gedacht. Guck mal, das ist ein bisschen überrascht. Das ist ja nur das 20. Mal, dass wir hier bei ihm sind. Ach, so oft haben wir jetzt nicht hier. Na, ich meine auch nicht selber, dann. Ach, Mann. Drecksig. Ich schieße dich mit meinen unsichtbaren Pfeilen ab. Du kannst mir gar nichts. So. Knife. Nimm Messer! Mit dem Messer geht es besser! Yeah! Wie er da immer liegt, so. Und mit seiner Zunge, das ist die Zunge, die ist das Beste. Yeah! Ja. Einhandroll und C, ja danke auch. Ich hab B gekriegt, ja war's wohl nicht so gut wie ich, Bruder. Ja. Echt jetzt? Man kriegt verschiedene Schätze? Ja, ich hab wirklich B gekriegt. Och Mann. Na gut, Leute, ich würde sagen, wir gehen zurück in die Stadt. Jo. Beenden den Part. Lasst uns Liebe da, wenn ihr möchtet. Wäre sehr nett von euch. Aber wir schauen uns noch den Loot ganz kurz an. Wie wär's damit? Ja, ich glaube, das können wir mal ganz kurz machen. Das muss doch jetzt ein Level abgeben. Also der Green Talisman. Stinkig, wenn es keins geben würde. Oh, Talisman habe ich bekommen. Achievement. 24 bis 64er Stab ist schlecht. Ich habe kein Achievement gekriegt.
Echt jetzt? Dann hast du schon einen. Doch, jetzt habe ich ihn. Ich glaube, den Rest, das lohnt sich nicht zu behalten. Den Handschuh vielleicht. Ignore Armor. Oh, das ist nett. Also manchmal sind auch so Items hier B-Rang, da denke ich mir, warum? Ja, ne? Weißt du, einfach nur Verteidigung drauf, keine Spezialeffekte und nix. Ja, moin, B-Rang, ne? Dann nehme ich lieber D mit zwei Effekten drauf, das stimmt so. Ja. You need 8 more Talismans. You need 8 more Talismans. Na gut, Leute, ich würde sagen, die sammeln wir nächstes Mal auf Medis Kanal und bis dahin. Yo, yo. Bis nächstes Mal mit Dragon's Crown. Macht es gut.